Hallo und herzlich willkommen zurück zu Barojaks Spiel Dark Souls. Ich bin Haro, mit mir ist der wunderbare Renton und Renton freut sich schon völlig krass, was jetzt auf ihn nämlich zugeht, beziehungsweise was wir jetzt mit ihm machen werden, weil er wird, dadurch, dass ich jetzt die letzten paar Folgen so intensiv gespielt habe, darfst du dich heute rumquälen mit, beziehungsweise darfst du die nächste Passage spielen, komplett wertfrei natürlich. und zwar liegt die genau vor uns. Hast du die schon gezeigt? Was machst du da mit dem Kamerawinkel? Ich wollte den anderen Weg suchen. Achso, du warst ja gerade schon richtig da, wo das Gitter ist. Ja, ja. Da, genau. Aber ich wollte den anderen Weg suchen. Da oben war doch, ist doch die andere Burg. Da, wo das wir stimmt, ja. Da, wo wir erste ganz Glocke, am Anfang waren. Genau, die erste Glocke geläutet haben. Ja. Okay, okay, dann stürzt dich ins Getümmel, mein Freund. Ich hab... Okay. Also, das Tor sieht so dermaßen danach aus, dass es einfach, nachdem ich da reingegangen bin, gleich hinter mir zufallen wird. Also so extrem ist Dark Souls dann doch wieder nicht. Zen's Fortress oder auch Zen's Festung, glaube ich im Deutschen. Okay. Sehr gut. Das war das erste, wo ich gestorben bin. Ach ja. Okay. Yep, auch die Leute sind was, an das du dich erinnern musst. Die mit raus? Ach, das ist immer gut. Ja, die kommen noch eine Weile mit. Okay, die können... Ja. Oh, wir haben übrigens, ihr seht schon, wir haben uns von unserer Robe entfernt und wir sind mal wieder auf unser traditionelles Gear umgewechselt. Und wir haben alles ein bisschen aufgewertet. Die Rüstung ist jetzt komplett plus 3, weil wir so viele Titanite-Charts halt bisher Zugriff darauf hatten. Und unser Uchi-Katana, was wir jetzt auch wieder ausgerüstet haben, ist jetzt auf plus 6. Also wir haben das halt einfach ganz normal erweitert. Die große Glut, oder die große Ember, haben wir dem Astora gegeben, die wir gefunden hatten, und der konnte die dann... Ich glaube, jetzt können wir die Waffen auch bis auf plus 10... Wow. Okay, das war nicht schlecht. Auf bis zu plus 10 hochwerten, was also mit die beste eigentlich ist, wenn man nicht auf... auf irgendwelche, ich sag mal, Elementarverzauberungen gehen will oder sowas. Ah, dazu kommen wir vielleicht später mal. Wir machen mal eine Folge, machen wir auf jeden Fall mal mit was, wie man eigentlich verzaubert und was da eigentlich alles für Wege gibt. Das ist gar nicht mal so einfach bei Dark Souls. Also du willst auch ein bisschen kiten hier. Na los. Wenn es denn... Die sind aber auch echt geschickt mit dem Schild, muss man auch dazu sagen. Also das ist ein Gegner, da ist es keine Schande, gegen die das erstmal zu verlieren. Aber du schlägst dich eigentlich ganz gut gegen die Riesenschlangenmenschen. Aha. Aha, okay. Von wegen geschickt mit dem Schild. Das war sau dumm. So. Mit den Zaubern hatten wir auch eine kleine Änderung. Wir hatten beim letzten Mal noch den Pyromantie-Zauber Giftgaswolke oder sowas, Giftwolke drin. Das haben wir jetzt gewechselt für den Heilzauber. Weil ich jetzt einfach mal ganz ganz positiv gestimmt gesagt habe, ach, die werden wir gewiss schon irgendwie brauchen. Gerade in Zen's Fortress. Ach ja, dann wag dich mal weiter vor. Bist ja noch nicht sehr weit gekommen. War irgendein Schatten hinter mir, oder war ich das? Okay. Ja, das war's. Oh Gott. Ich bin so. Ja, da oben liegt zumindest was. Aber du bist jetzt natürlich auch so ein bisschen schon ich sag mal, vorbelastet. Aufgrund meiner Ansage. Und jetzt genieße ich natürlich wieder meine erhabene Position als jemand, der schon weiß, was da kommt, gegenüber einem, der nicht weiß, was da kommt. Also ich lasse Rand mal ganz bewusst so ein bisschen im Dunkeln herumstochern, aber wenn ich merke, dass irgendwie das führt zu nichts oder das wird nichts. Oh, geil. Eine dicke Seele. Seelauf. Der ist auf jeden Fall. Ja. Nice. So. Hm? Nee. Okay. Okay. Die machen nichts. Ich bin aber jetzt im Moment total paranoid. Ja. Also ein bisschen wie als ich und Artax damals Five Nights at Freddy's gespielt haben. Eigentlich rechnet man um jede Ecke irgendwie den Tod. Und nach Tod sieht das hier auf jeden Fall schon mal aus. Okay. Also wir haben... Da ist schon mal... Der Weg ist schon mal tot. Okay, erstmal warten. Ja. Kurz kaputt machen, das ist immer das Schlimme. Ich hasse auch Töpferei. Und Harry Potter weint in der Ecke. Wieso?
Nein, wegen Potter und Potter Tempelerei. Okay. Ja. Ja. Gewiss. Sind jetzt hier noch irgendwo welche, die mit irgendwelchen Pfeilen. Was? Ui, ui, ui. Oh, ah, okay. Zwei. Ha. Ich ja, wusste es doch. Ja. Ah, gut, aber selbst die. Ich sehe es. Okay. Wow. Also einen Schlag hast du frei, wenn du nicht zu nah rangehst. Nein, nicht so einen Schlag. Ich weiß. Boah. Los, mach doch! Oh, shit. Oh. Wow, der ist erste tot. Yay. Es ist aber auch wirklich eine saufiese Szene und das war auch wirklich so mein erster absoluter Frustmoment in Zen's Castle. Also diese Situation, wo oben der Typ da einfach steht und Blitze auf dich wirft. Als kleiner Tipp, haben wir den Bogen ausgerüstet eigentlich? Ja. Ne, der ist noch nach dem Slot. Ja, das weiß ich auch. Nee, nee, okay, dann rüste den mal aus. Den kannst du nämlich für die Ferne gebrauchen, um den Blitzschmeißer schon mal kaputt zu machen. Jetzt yes. Nehmen wir den mal. Jetzt yes, sind auch auf der Lambo, genau. Ja, das haben wir noch ein bisschen verstärkt. Genau, Pfeile habe ich schon ausgerüstet gehabt. So den Bogen einfach. Kannst du jetzt erstmal, noch bevor du quasi auf die enge Brücke gehst, kannst du eigentlich, glaube ich, versuchen, den schon mal abzuknallen. Das ist so zumindest die Taktik, die ich jetzt letztens mal in so einem Playthrough gesehen habe. Oh, Playthrough. Hast du eigentlich auch von den One Punch Man Dark Souls Playthrough gehört? Mit der, mit der Pyromantie kannst du nämlich so auch eine Nahkampfattacke quasi machen mit der Faust. Und dann brennt deine Faust und der hat es irgendwie geschafft, mit sich hochzubuffen und hochzuleveln. Jeden Gegner, also auch Endgegner, so mit einem Schlag zu besiegen. Und das halt dann so One Punch Man, der den Anime kennt. Ja. Der Name ist Programm, was sowas angeht. Also wenn man dann wirklich mit einem Schlag jeden Gegner killen kann. Und das in Dark Souls. Das ist schon ganz schön krass. Da kommen wieder die Schlangenmenschen. Erstmal einen Schluck genehmigen, den tue ich nämlich jetzt auch. Los! Ah. Aber so Brücken und enge Dinger sind auch wirklich echt beschissen immer zu kämpfen. Muss man auch einfach mal sagen. Au! Die haut aber auch ordentlich ein Stück immer von deinem Lebensbalken weg. Ja, und dann haben die auch noch so eine krasse Range. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob die einen sogar vergiften können, weil die machen ja auch so eine Bissattacke. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob man da auch irgendwie durchs Beißen irgendwie Toxic oder sowas bekommen könnte. Das habe ich irgendwie, ist mir selbst noch nie passiert so wirklich, aber wäre natürlich mit dem Schlangenkopf echt nachvollziehbar, sowas zu machen. Nice. Die ersten zwei Gegner schon direkt drei Estus Flakons verbraucht. Aber du kannst für, wenn der Kampf vorbei ist, kannst du auch den Heilzauber verwenden. Dadurch sparst du noch ein bisschen was, wenn du es halt schnell brauchst mit den Estus Flakons, weißt du? Hm. Okay, aber man weiß jetzt, dass zumindest in dem Raum jetzt auch keine Gefahr mehr wirklich für einen haust. Schön immer die Action-Rolle machen. Das nervt mich immer so bei Let's Plays von Ocarina of Time. Wenn du da, ne, du musst die Waffe weiterhin nicht nehmen. So, ja, schön. Ne, lang gedrückt halten, glaube ich. Oder? versuch die mal zu verwenden, einfach wie wenn du schlagen willst mit dem Bogen. Mit dem Posen. So. Ah. Jetzt kannst du, glaube ich, genau. Und jetzt kannst du mal gucken. Wenn der Haken gerade nicht da ist, der da den mal abzuschießen. Mit R... Ah, jetzt muss es klappen, genau. Spannen und...
Boom. Okay, es dauert ein bisschen. Aber jetzt hat er auch schon... Jetzt hat er schon Aggro gezogen quasi. Sonst geh mal auf die andere Seite des Raums. Also da quasi weiter nach links. Ja. Genau. Dass du da einfach bei den Vasen dich dahin stellst. Ich glaube, da hast du einen besseren Einschlagwinkel auf den. Ich weiß aber nicht, ob der auch dann einen besseren Einschlagwinkel auf mich hat. Ja, okay, das ist zwangsläufig, aber ich glaube, der Zauber reicht auch nur eine gewisse Reichweite lang. Ja, okay. Vielleicht sollten wir die Pfeile mal wechseln. Ach, ist doch ganz gut. 13 Stück. Okay, willkommen bei Folge 3 von Renton schießt mit dem Bogen. Ja, es hat ja sowas, wir hatten im Vorgespräch vorhin noch das Thema Animes und Filler-Folgen. Beziehungsweise, dass bei Dragon Ball Z ja technisch gesehen keine Filler-Folgen drin sind. Aber halt ja, einfach eine Aktion, ein Kampf einfach so mega lang dauert. Ja, wir machen das jetzt einfach so wie Son Goku. Der genau. Hat drei Folgen seine ja. Genki-Dama auflädt. Die Genki-Dama ist in 30 Sekunden fertig. So zwei Folgen sind vorbei. 17 Sekunden noch. Oh, wir haben aber nur drei. Ja, sonst guck mal, ob du den poisen kannst. Ob das mit drei Pfeilen schon ausreicht. Mit RT, mit dem Trigger kannst du die Pfeile wechseln. Ah ja, okay. Genau zielen. Aber er trifft dich halt auch wirklich nicht. Spannung steigt. Werde ich ihn treffen? Und... Nein! Ah, du hast Nona geschubst. Okay, das war nicht der erwartete Effekt, aber es hat funktioniert. Geil. Ja. Gut, dann hast du jetzt zumindest ein Problem weniger, um das du dich kümmern musst. Vielleicht musst du dich aus der Ego-Perspektive mal befreien. Weil willst du jetzt auch so abballern? Ja. Okay. Hast du dir schon Gameplay-Material zu Dark Souls 3 angeguckt? Nee, nicht wirklich. Weil da soll ja tatsächlich der... Ah, Moment mal. Ach, das ist gar keine schlechte Idee. Den einfach zu ködern. Ha! Mein Freund. Na, Probleme, oder ich sag mal, solche Game-Design-Entscheidungen, wie wir packen fiese, große Gegner auf eine enge Brücke mit ganz vielen schwingenden Objekten, kann natürlich auch kreativ machen. Zack. Ach ja. Ja, was ich sagen wollte zu Dark Souls 3. Nice. Ah. Dein erster Backstab, oder? Ja. Nice. Achievement unlocked. Nee, was zu Dark Souls 3 noch sagen wollte, da hat der Bogen ja tatsächlich eine aktive Rolle. Und kann auch eher im Kampf eingesetzt werden, weil du dann einfach schneller zückst. Drei Pfeile verschießt und quasi mit dem Wegrollen quasi wieder das Schwert wieder zücken kannst und es wird dann so echt extrem extrem schnell. Nicht mit mir, mein Freund. Nice, hast du privat geübt oder was? Oder was ist los? ich hab mal auf deine Worte gehört. Mal das Schild runter tun, ja. Backstab, ne? Genau, das Schild runter tun. Das hilft. Das hilft auf jeden Fall, ja. Und jetzt musst du noch an diese schwingenden Objekte hier vorbei. Und deine Seelen wieder kriegen. Okay. Haufen. Aber die sind hintereinander, aber die... So. Nice. Und Seelen wieder. Und ich weiß nicht warum, aber der letzte hat mich immer rausgehauen. Ich weiß es nicht warum. Der ist auch ein bisschen schneller wie die anderen. Irgendwas ist komisch mit der. Der hat eine ganz komische... Der geht, glaube ich, einen Tacken schneller oder hat so ein komisches Teil. Ja, die anderen warten. Ich glaube, der schwingt einfach die ganze Zeit so. Wie? Ja. Okay. Gibt's hier noch was? Okay. Da haben wir mal wieder Töpfereien. Und wie wir wissen, Grey hasst Töpfereien. Ne, die machen alle nichts. Da brauchst du auch nicht gegenzuschlagen. Das macht nur eine Klinge stumpf.
Noch mehr! Noch mehr von den lustigen schwingenden Äxten. Okay, aber... Okay, keine Gegner. Nee, der war da oben auch alleine. Na? So. Und weiter. Okay. Und weiter. Eine Truhe. Ja, nur Statuen. Du hast wirklich mehr Glück als Verstand, weißt du das eigentlich? Ja. Einfach so, ich sehe nur dieses Loch da drüber und unten dieser Stein, der so leicht nach vorne guckt, denkst so, na, läuft der da drüber? Und du läufst da drüber und es läuft einfach so links an deiner Wange vorbei, so ungefähr. Na, guck mal rein. Ach, Glück braucht man auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Gut. Oh, das ist sehr gut, das eignet sich, weil wir ja beim letzten Mal upgradet haben. Eine große... Genau, große Titanit-Scherbe, glaube ich. Das ist der deutsche Begriff dafür. Ja, dann würde ich doch sagen, beenden wir das hier an der Stelle. Mit einer ruhmreichen Zwischenerfolgstrecke. Ja. Wirklich, beim zweiten Versuch habe ich nicht damit gerechnet. Ich hatte wirklich gedacht, wir würden die gesamte Folge irgendwie dich nur am ersten Gegner oder so sterben sehen. Aber ey, du hast mich positiv überrascht, mein Freund. Gut. Ja, ich lerne ja auch hier vom Besten. Also. Ja, danke. So schön. Naja gut, haut rein. Jo. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Tschüss.